Normalerweise ist Herzogin Kate immer Herr in der Lage. Doch dieses Projekt bereitet ihr Kopfschmerzen. Die 38-Jährige ist Schirmherrin und Jurymitglied des Fotowettbewerbs Hold Still. Ziel ist es, ein Porträt der Nation zu Zeiten von Corona zu erstellen. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt, um die Hoffnung und Ängste der Menschen während der Corona-Krise einzufangen. Menschen aus ganz Großbritannien konnten Fotos einreichen. Gesucht wurden 100 Schnappschüsse von emotionalen Gesten, Corona-Helden und Menschen, die ihren Alltag komplett neu erleben. Für die begeisterte Amateurfotografin ist das Projekt eine Herzensangelegenheit und zugleich eine große Herausforderung, denn mehr als 31.000 Fotobewerbungen sind eingetroffen. Von der enormen Teilnahme ist die Herzogin von Cambridge sichtlich gerührt und überwältigt. It's been great. I can't wait. It's going to be so difficult to edit this down. Auch großartig ist mal wieder Kates Outfit. Für das emotionale Projekt hat sie sich richtig hübsch gemacht. Ihr Make-up sitzt perfekt und ihr Haar schimmert golden. Die Dreifachmama trägt ein zartes Blümchenkleid mit V-Ausschnitt und goldenen Ohrringen. Und der Look ist ein echtes Schnäppchen. Das Khaki-Kleid mit Spitzenbesatz ist nämlich von der Stange. Das Zara-Teil kostet gerade mal 56 Euro und ist natürlich jetzt schon ausverkauft. Doch am schönsten ist sowieso Kates Strahlen. Denn ihr Herzensprojekt zaubert ihr ein riesiges Lächeln ins Gesicht. In der Zoom-Konferenz mit ihren Jurykollegen scherzt die Herzogin dann: What's gonna happen next? Na, das weiß die Brünette natürlich. Denn die besten 100 Fotos werden im Rahmen einer digitalen Sonderausstellung auf der Website der National Portrait Gallery ausgestellt. Ein paar Gewinner hat uns Kate schon verraten. Das Foto einer Pflegekraft, die nach einem langen Tag ihr Essen genießt. Eine gestresste Mama, die 24/7 auf ihren Knirps aufpassen muss. Und ein Pfarrer, der zu seiner Gemeinde predigt. Nun ja, eher zu deren Fotos. Und mit dieser Auswahl beweist Kate mal wieder ihren einzigartigen Sinn für Ästhetik und Herzlichkeit.